Hallo Leute, heute mal ein anderes Video von mir, ein Übungsgefecht aus unserem DX-Clan, das ich einfach mal zeigen muss. Es ist eine sehr schöne Runde gewesen, wo wir zu sechst ein kleines 3 gegen 3 veranstaltet haben im Übungsraum. Der Übungsraum sollte ja eigentlich dafür da sein, dass man übt, Karten abfährt, Mechaniken, Taktiken eintrainiert. Oder halt einfach auch Gefechtstypen nachspielt, sei es jetzt ein Teamgefecht, sei es ein Scharmützel oder einfach eine 3 gegen 3, 7 gegen 7, was auch immer Situation, wie man es dann nennen möchte. Und wir fahren jetzt zu dritt im Cromwell-Setup gegen ein zweites Cromwell-Setup. Und in dem Spiel ist das einfach wunderschön hin und her gegangen und war schön gespielt von sämtlichen Teilnehmern, deswegen muss ich das einfach mal so zeigen. Ich fahre mit meinem Cromwell erstmal in die Mitte. Wenn man jetzt nur wenig Fahrzeuge hat, weiß man ja nicht auf so einer großen Karte, was macht der Gegner, und sich allzu weit zu trennen ist dort relativ tödlich. Vom Gedanken her dachte ich, ich kann mit meiner View Range weit genug spotten, um dort dann das Feld, links das Plateau zu sehen. Und die anderen Jungs stellen sich erstmal auf A5 hin. Kam dann auch die Ansage, bitte nicht auf einen Punkt, das sollte man nicht machen, immer versuchen zwei Positionen zu beziehen, nicht offen zu stehen, dass man halt verschiedene Feuerlinien hat. Und leider hat dann gerade in dem Takt, also perfekten Moment, der Gegner uns kalt erwischt. Gerade als die Positionen halbwegs bezogen waren, wird der Gegner aufgemacht und sie drücken gleich komplett rauf. Und dann kam das Kommando zurück und leider wurde das halt so nicht komplett umgesetzt. Deswegen war jetzt hier einer alleine und was dann passiert, kann man sich denken. In dem Moment versuche ich dann von der Seite noch zu kommen, versuche noch zu unterstützen, vielleicht einen rauszunehmen, Schaden zu machen. Leider hat das nicht mehr geklappt und jetzt hatte das Gegnerteam natürlich den Überraschungseffekt und den taktischen Vorteil. Jetzt haben sie auch drei Fahrzeuge, wir nur noch zwei. Und jetzt wird es halt wieder interessant. Jetzt kommt es darauf an, wie stellt man sich jetzt oder wie reagiert man jetzt. Das Schlimmste, was einem bei World of Tanks natürlich immer passieren kann, ist, dass man in Unterzahl gerät. Deshalb jetzt die Idee, wieder mit der Sichtweite erstmal zu arbeiten und ein Cromwell praktisch als Heckenschützen, als Sniper hinten aufzustellen, dass er aus der Distanz schießen kann. Was man auch mit dem Cromwell machen kann. Man muss halt bloß dann voll einaimen. Und natürlich RNG-Glück haben. Und jetzt heißt das dann abwarten. Es ist halt, ja, man muss auch manchmal geduldig sein. Man muss einfach schauen, was macht der Gegner. Nicht ins offene Messer fahren. Der Gegner hätte jetzt verschiedene Optionen, uns von hinten anzufahren. Halt auch in den Cap reinzufahren, um Druck aufzubauen. Thank you.
Jetzt geht ein Krummel von ihnen auf und gleichzeitig Cap. Das heißt, es ist klar, ihr seht es, zwei sind im Cap, einer steht vorne, um praktisch uns aufzuhalten, falls wir den Cap rein wollen. Ist eine Möglichkeit, dann wir müssen jetzt kommen. Jetzt geht der Low HP Cromwell auf. Und wird zum Glück auch rausgenommen. Das heißt, wir sind wieder bei 2 gegen 2. Was schon mal sehr wichtig ist. Jetzt heißt es wieder sortieren. Immer so ein bisschen Schlängelinie fahren. In der Hoffnung, man wird nicht getroffen. Das ist so ein bisschen mürbe macht. Wieder, dass wir beieinander sind, dass wir zusammenwirken können. Extra jetzt auf HE geschaltet. Schön 200 der Hit. AHE, weil wegen natürlich Cap resetten. Also den Cap zurücksetzen. Es kommt ja nur darauf an, dass man Schaden macht, nicht wie viel. So, aus irgendeinem Grund bin ich auf. Wieso auch immer. Und deswegen Kommando zurück. Das ist halt dieses taktische Rumgespiele dann. Was lässt man dem Gegner denken? Was denkt man selber über den Gegner? Und deswegen war das eine sehr feine Runde halt auch. Von wirklich allen Beteiligten soweit. Schön wieder 200er. Schön daneben. Ah. So, und jetzt trennen die beiden sich so ein bisschen und deswegen müssen wir beide auf einen rauf, um jetzt das Ding zu drehen. Na, natürlich jetzt mit HE mache ich auf einmal keinen Schaden mehr. Und dann haben wir doch noch den Sieg geholt. Was nicht unbedingt selbstverständlich war, aber was richtig, richtig schön gespielt war von allen Beteiligten. So übt man, so lernt man und so fährt man Cromwell. Dankeschön. Das war mal wieder eine Runde hier bei mir auf dem Kanal, euer Steve Austin LP. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, ein Like oder wenn ihr irgendwelche Meinungen oder Anregungen habt, einfach mit mir über die Kommentare schreibt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg.